hört sich irgendwie jetzt an wie eine Zirkusmusik, die Musik, was wir gerade hören. Wart ihr schon mal im Zirkus? Wenn ja, könnt ihr einen Kommentar schreiben. Ich war auch schon mal in einem Zirkus. Und zwar im Zirkus Krone. Glaube ich, hieß der. Moment. Jetzt bin ich verwirrt. Also hier haben wir... Ach, das hätte schon... Ah, das hätte schon gepasst. Das hätte schon gepasst, okay. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Da wird es ein Plate Road oder wie man immer das auch nennt. Nein, oh, jetzt baue ich Holz mit einer Spitzhacke ab. Kevin, du wirst immer schlauer. Zack. Und hier. Das gönne ich mir. Nee, Spaß, ey. Das hier kommt weg. Und das hier kommt ebenfalls... Was rede ich denn da? Das hier kommt ebenfalls weg. Was kommt weg? Ach, komm. Jetzt rede ich nur noch Bullshit. Bullshit! Okay, dann. Wir haben hier eine gute Vorlage, da das Haus direkt neben unserem Haus ist. Und hier haben wir Holz drin. Das heißt, hier kommt auch Holz hin. Zack, zack, zack. Okay. So, jetzt haben wir schon die Oberfläche von unserem Haus. Ja, hier kommt Holz hin, okay. Auch hier. Da, wo das Glas eigentlich hinkommt. Gut, dann brauchen wir eine Treppe und eine Tür. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und noch eine Treppe. 1, 2, 3. Und Höhlengeräusch. Wahrscheinlich von unserem Keller, glaube ich. So, das kommt dahin. Und mal kurz schauen, ich glaube, da kommt Erde hin. Yep, da kommt Erde hin. Genau. Zack und zack. Das muss weg. Da kommt der. Da muss, glaube ich, noch eine Treppe hin. Yep, sieht's aus. Da kommen noch zwei Stufen hin, oder sagen wir drei. Wir haben allerdings nur zwei. Toll. Na gut, dann da, du kommst weg. Du kommst hier auch weg. So, und hier kommt auch eine Treppe hin später. Wir können hier jetzt eine Holztreppe hinbauen. Wir haben eh eine Holztreppe dabei. Genau, passt eigentlich, ne? Ja, sieht ganz gut aus. Dann müssen wir halt hier noch diese Wand hier mit Stonebricks versehen. Und die Sonne geht langsam unter. So, und jetzt bauen wir unser Haus langsam auf. Das sind Pflastersteine, Mai. Ja, Mai! Und warum laufen wir mit Diamanten rum? Bin ich lebensmüde? Ja. Also Glas. Haben wir Sand aber da. Und das Texture Pack spackt gerade ein bisschen. Seht ihr das? Jetzt geht's wieder eigentlich, ne? Also gut, gehen wir zum Bett. Und schlafen. So, eigentlich würde ich jetzt normalerweise den Part beenden, aber ich mache jetzt mal ein bisschen länger als normal. Ich muss mal kurz schauen, wie viel Speicher ich noch drauf habe auf meinem PC. Moment. 91 GB. Na gut, es geht. Na, ich schließe mal schnell das Fenster, das nervt einfach. Okay. Okay, Helikopter. Wir haben bestimmt noch irgendwo Glas dabei, glaube ich. Wenn nicht, dann nicht. Glas! Hey, hier haben wir noch ein bisschen Holz, na gut, nehmen wir es mal. Glas.
Glas? Wo ist Glas? Na gut, nehmen wir hier Sand mit. Sandstein, Sand. Sandige Angelegenheit. Ja, dieser Block kommt genau dahin. Ich lasse ihn jetzt mal. Denn dieser Block ist genau richtig. Ach, diese Rankensterne einfach nur. Ich mach's jetzt weg. So. Ist okay. Diese Ranken mach ich jetzt einfach weg. Die stören einfach nur. Ich hab da. Ja, hier kann ich sie ruhig lassen. Hier überhängen sie ja nicht auf meine Truhe. Wo ist denn unser Glas? Wir haben doch noch Glas, oder? So, gehen wir hier mal nach oben. Okay, wir brauchen jetzt Brennholz. Wir haben Brennholz. Hier, genau da. Dunkles Brennholz brennt sogar noch besser. Also in echt meine ich, im Spiel ist es leider nicht so. Zeppelinge kann man auch brennen lassen. Sticks auch. Nehmen wir mal den Stock da, den brauchen wir ja überhaupt nicht. Verbrennen wir mal diesen Stock da. So, Sand rein. Ui, ui, das ist gleich vorbei, verbrannt. Puh. Naja, jetzt haben wir immerhin den Stock los. So, lassen wir es mal brennen. Man sieht ja gar nicht, dass man da Glas im Inventar hat. Oder ich zumindest sehe das nicht. So. Das passt schon mal. Wir haben hier noch die Tür. Die können wir gleich hier hin tun. Es ist nicht nur eine Tür. Es ist die Tür. Bewundert und staunt. Die Tür. Man kann sie öffnen und schließen. Sowas kann nur die Tür. Okay. Genug Werbung für die Tür gemacht. Hier noch drei Glas. Sieht man aber auch kaum mit diesem T-Pack allgemein her, schon vom Äußeren. So, dann da noch. Und dann haben wir unseren Eingang, der schönste Eingang der Welt. So. Okay, schauen wir mal, ob unser letztes Glas fertig ist. Aha. Und da hinten sind auch ein paar Bäume, die wir fällen können. Da haben wir auch einen schönen Meeresausblick. Verdammt, das hätte fast gereicht. Na gut, wie werden wir dieses Glas jetzt los? Okay. bauen wir mal die Wand. Die Wand. Da können wir hier sehr schön sehen, wie wir es bauen sollen. Okay, dann kommt da hier hin. Da kommen ja Fenster hin, da jetzt. Nein! Na, jetzt aber! Spring schon! Na, also geht doch. So, dann da, dann ja. Hier so. So, und wenn wir das Haus fertig gebaut haben, bauen wir auch gleich den ersten Stock und bauen uns dann ein Dach. Und ja, ich habe ja euch schon alles gesagt, was wir jetzt dann brauchen. Und wenn wir unser Haus allgemein fertig haben, dann bauen wir langsam ein Feld an und so, ja. Ich weiß, dass hier Glas hinkommt, aber das macht nichts, wir können es ja immer entfernen, denn das ist Minecraft. Jetzt können wir eigentlich auf den Baum springen. Hup! Yes, mal auf den Baum. Yay. Bauen wir ihn gleich ab. So, ich weiß, dass ich das hier symmetrisch gemacht habe, sonst könnte man hier jetzt nicht aufs Meer blicken. 1, 2, 3. Dam, 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 dam. Dam. Hier, hier, dann da. Hier kommt Fenster hin. Da, da, Fenster. Da, da, da. Da und da.
Okay. Ah! Oh! Ruft den Notarzt! Oh, Scheiße, man kann sich hier kein Telefon craften! So, okay. Das sieht doch genauso aus wie drüben, oder? Bis auf, dass hier die Treppe auf der anderen Seite ist. Ah, hier kommt noch. Zack, zack, zack. Gut, dann brauchen wir noch. Also was haben wir denn das Dach gebaut? Aus Holz, ne? Yep. Ich glaube, wir müssen wieder Holz. Ach, das sind nur die Schafe. Ja, ihr Schäfchen. Oh. Ich mag euch richtig. Das schafft mich echt. Neben diese Schafe zu wohnen. Zack, zack, zack. So. Jetzt könnten wir noch ein paar Ranken hinbauen. Sieht doch genauso aus wie drüben. Warte. Es ist noch eins höher, sehe ich gerade. Und hier. Ah. Hier, uns fehlt ein Ding. Ein Holzding. Ja. Ein Holzstamm. Zack, zack. Und hier haben wir, glaube ich, auch normale Stone Bricks hier oben. So. Da kommt Holz hin. Haben wir Holz? 11 Bretter haben wir und. Achso, das ist ehrlich. Ich dachte gerade, das wären so Fichtenholz oder so halt. Nadelbaumholz oder wie auch immer man das nennt. So, gleich haben wir unser Häuschen. Da bin ich förmlich aus dem Häuschen. Den Witz habe ich schon zum over 9000. Mal gesagt, aber ist ja auch egal. Okay. So, und jetzt können wir uns. Ah! Oh! Ich weiß nicht. Das sieht nicht so aus wie da. Ja gut, hier sind wir direkt am Meer. Ich meine es meine Simulation. Weib, ich gehe arbeiten. Vergiss bitte nicht, mir was zum Mittagessen zu kommen, wenn ich Mittagspause habe. Ja, okay. Wo geht's hier raus? Ach, hier. Okay, dann gehe ich mal mit meinem schönen neuen Anzug zur Arbeit. So, und jetzt... mein Anzug, nein. Okay, genug rumgealbert. Wir brauchen Holzstämme. So, sammle ich mal ein paar von da drüben. Nacht wird es auch allmählich. Aber es sind eh keine Monster. Und wenn es Nacht wird, dann schreitet mein Hirn wieder in den Phobie-Modus und sagt, Kevin, gib hin! Sonst kommen Monster, die werden dich töten! So, ich glaube... Wir brauchen schon eine Menge Holz jetzt. Wir brauchen ja noch was für das Dach. Das wir dann bauen werden. Und für den zweiten Stock auch. Und hier kommen wir nicht ganz hin. Ich hasse große Bäume. Da muss ich immer sowas machen. Und das mag ich nicht. Na toll, wegen einem Block. Oh, stapel ich mir jetzt 6 Blöcke hoch. So, schnell ratzen, ratzen, ratzen und wir haben langsam Hunger, aber ist mir egal. Komm, nehmen wir das hier noch mit, wenn wir schon dabei sind. Wir haben ja Ritz und wir können eine Zuckerrohrfarm bauen mit Pistons. Na ihr, hä? Du! Ja! Das hier kommt weg. Sonnenuntergang über das Meer. Ach, wie schön, erinnert mich an Türkei. So, ich schau mal kurz in die Bibel. Aha, aha, aha. Na komm schon, Nacht. Ich vernachte dich, haha.
So, hier ein bisschen im Inventar rumscrollen. Keine Ahnung, Langeweile. Jetzt aber! Okay. Ach, wir haben hier noch Holz, da hätten wir gar nichts sammeln müssen. Na gut, dann haben wir jetzt ein bisschen, hier ein bisschen Überschuss. Wir haben hier sogar Dschungelbretter von unserem Dschungel zu Hause. Wir haben noch ein paar Zäune von der Mine, die wir unterirdisch gefunden haben. Ja, ein Haus direkt nebeneinander. Und wenn wir jetzt noch eins bauen, dann haben wir richtig schöne Zwillingshäuser. Ähnlich wie bei Oggi und die Kakerlaken, wie die Häuser da angereiht sind. Hausstraße, Hausstraße. Und die Häuser sehen alle gleich aus. Ah! Puh. Ich dachte schon, ich falle hier in die Hölle, weil ich was Böses gesagt habe. Wie ich es liebe. Okay. Da kommt Glas hin. Wir haben aber noch kein Glas. Wir können ja eigentlich was brennen, wenn wir schon beim Bauen sind, damit nebenzu was gebrannt wird. 9. Och, 9. Okay, wo ist Sand? Nehmen wir mal einen Stack von unten mit. Na, fahren wir denn die Stacks hin? Stacks, Sand, Stein, genau hier. Wo haben wir das eigentlich her? Ach ja, das haben wir ja im Dschungel gesammelt, genau, wo wir den Umriss für unser Dschungel zu Hause gemacht haben. Wow, ein paar Oktopusse. Hey Thaddeus, hey Thaddeus, hey Thaddeus, Deus, Deus, ich bin Thaddeus. Ja, sieht ganz gut aus eigentlich. Bis auf das Ranken fehlen, haben wir noch ein paar. Wir haben bestimmt ein paar Ranken. Nehmen wir ein paar vom Keller mit. Oder wenn wir es in der Truhe haben, hier von dieser Truhe. Sind hier Ranken drin? Ne, hier sind keine Ranken drin. Schade. Denn hier wahrscheinlich. Ne, auch nicht. Dann ist in der Kiste Naturzeugs drin, oder? Erze, NPC-Zeugs. Fressen. Fressen? Nur 5 Äpfel. Dungeon. Steine. Sandsteine. Erde. Na gut. Wo ist unsere Naturzeugstruhe? Haben wir die abgebaut? Ich glaube ja. Die haben wir doch abgebaut, ne? Ach, keine Ahnung. Ich weiß doch auch nicht alles. Sehe ich aus, als wäre ich Gott oder Chuck Norris? Das sind Melonenkerne. Na gut, dann farmen wir uns schnell welche. Haben wir denn eine Schere? Keine Schere? Okay, dann schauen wir mal unten nach. Sie haben bestimmt eine Schere. Wo ist unsere Schere? Das gibt's doch nicht. Haben wir jetzt echt keine Schere? Wo ist unsere Schere? Schere? Nein. Schere? Nein. Schere? Nein. Schere? Nein. Keine Schere. Wir haben doch eine Schere. Wahrscheinlich im Dschungel zu Hause oder wie auch immer. Ach, unsere ganzen Objekte sind überall verteilt. Ich glaube, da müssen wir mal einen Einsammelpart machen. Oder mehrere. Naja. Auch egal. Also die Ranken wachsen ja nach, deswegen können wir hier gute, ohne schlechten Gewissens welche mitnehmen. Ja, und die Schafe sammeln auch ein bisschen. Habt's ja gerade gehört. Schon wieder Affeninsel. Die Affeninsel. Haben wir jetzt genug Kranken? 24, ja. 24? Hey, ich weiß noch, was besser ist als 24. Was denn? 25. Hier kommt auch noch was. Na, hier vielleicht nicht. Ja doch, jetzt muss mal. Ist ja egal. Hä? Ja, es passt schon. Ich dachte gerade, das hier ist gar nicht auf der Seite.
Na, verteilen wir es mal hier ein bisschen. Damit es auch ein bisschen zum Dschungelbiom passt. So, das brauchen wir gleich alle. Okay. Jetzt bin ich aber alle. Dann nehmen wir das Glas mit, machen uns ein paar Scherben draus. Oder haben wir ein paar Scherben in der Truhe vielleicht? Keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht danach suchen. Da sind sie. Das sieht man echt kaum mit diesem T-Pack. Oder sitzt da hier was? Also ich sehe hier gerade nichts. Ich kürfte mit nichts, nichts. Na gut. Okay, dann machen wir mal einen auf Glaser und platzieren hier ein bisschen Glasfenster. Nein! Ach du verdammte Treppe! Ich hasse dich! Okay. Ah! Nicht schon wieder! Kieferbruch, noch ein Spruch, Kieferbruch. Okay, sieht doch gar nicht schlecht aus, oder? So, schauen wir es mal von außen an. Ja, von außen sieht es nicht so berauschend aus, weil sie nicht nebeneinander sind, aber wenn wir es mit dem ersten Stock verbinden und ein Dach gebaut haben, sieht es richtig cool aus. Das kann ich euch schon vorhersagen. Dann holzen wir noch diesen ganzen Wald ab. Bauen ein Feld hin. Mit Melonen und so. Normale Getreidefelder. Zuckerrohr auch noch. Wobei, das können wir hier eigentlich auch hinbauen. Und dann machen wir eine Schafsfarm. Die größer ist als diese hier. Eine riesen Schaffarm bauen wir dann. Vielleicht hier dann auch wieder da hinten über den ganzen Bereich hier. Ach, wir haben noch so viel vor. Und wir sind bei Part 26, glaube ich. Oder 25? Ich glaube 25 ist es, ne? Ne, warte, wir produzieren ja vor, dann müsste es Part 27 oder 26 mittlerweile sein. Gut, jetzt habe ich keine Ahnung, was ich baue jetzt. Ich laufe jetzt einfach mal um unser Haus herum, weil ich keine Ahnung habe, was ich jetzt machen soll. Okay. Wir können jetzt eigentlich eine Treppe in den ersten Stock bauen. Also so eine Leiter. Wir haben ja ein paar Leitern. Da hinten können wir eigentlich auch mal hingehen. Da ist ja Land hier hinten. Da wollte ich schon immer schauen, was da hinten ist. Schade, dass man sich kein Fernglas craften kann. Leiter. Und die Diamanten, die lege ich jetzt ab. So. Na, bauen wir sie hier auch gleich. Und zwar hier, hier, hier. Das kommt weg. Und dann hier. Und das gleiche auf der anderen Seite auch. Da, da, da. Und, Holz abbauen. Und hier. Okay. Ich denke gerade nach, ob ich dir das Haus hier direkt bauen soll. Na, es sieht, glaube ich, eher falsch aus. Wir bauen jetzt noch einen ersten Stock. Dann machen wir es einfach. Bauen wir einen ersten Stock. Hier, 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 hier. Das wird ja verbunden. Wie will ich das denn jetzt bauen? Ich glaube, ich mache das aus Stone Bricks. Ich bin ja so